Hallo, ihr Klötzchen da draußen, es ist vollbracht. Der neue Community-Server ist fertig. Yay! Und es gibt ganz viele neue Dinge hier zu entdecken. Nicht nur die Landschaft hat sich verändert, nein. Also wer das Abenteuer mag, der ist hier genau richtig. Und wer Anfänger ist und wer wieder neu einsteigt, der ist hier auch richtig. Wir haben vorgesorgt. Es gibt jetzt eine Farming Area, es gibt eine Trading Hall, es gibt einen wunderschönen Markt und ja, für jeden ist hier gesorgt. Also soll ich euch ein bisschen was zeigen? Okay, machen wir uns auf den Weg. Wie ihr sehen könnt, stehe ich ja noch am Spawn. Den kennt ihr schon. Wir haben ihn ein bisschen umgebaut und es gibt jetzt endlich einen Marktplatz, weil wir dachten uns, ihr habt immer so viel Erde und Steine übrig und anderes sinnloses Zeug. Ja, bevor ihr es wegschmeißt, könnt ihr das hier eintauschen gegen andere wunderschöne Baustoffe. Übrigens, wir sind wieder ein Cross-Server. Das heißt, Java und Bedrocker spielen hier gemeinsam. Das heißt, die Java-Leute, die spielen in der 1.20.4 und die Bedrocker spielen in der 1.20.5.1. Ach, ihr wisst ja noch gar nicht, wie ihr herkommen könnt. Ist ganz einfach. Ihr müsst dort einmal die Mitgliedsstufe 2 abschließen. Jo. Dann in den Discord kommen, dort die Regeln anklicken und dann seht ihr schon den Bereich, der exklusiv für Mitglieder gedacht ist. Und dann wird euch weitergeholfen. Das heißt, ihr bekommt dort eure IP, schreibt euren Ingame-Namen rein und schon seid ihr hier bei uns. Und könnt mit uns zusammen spielen. Ist das nicht toll? Also ich freue mich auf euch. Ich hoffe, ihr seid jetzt neugierig, was es hier alles noch so zu entdecken gibt. Soll ich euch ein bisschen mehr zeigen? Okay, ich leg mal los. Wir haben einen relativ großen Spawn-Bereich. Hier gibt es ganz viel zu entdecken. Das hier, das kennen ja viele schon. Erinnert ihr euch? Das haben wir mal zusammen mit der Community geplant. Das heißt, ihr habt mir gesagt, was ich bauen soll. Und ich habe es gebaut für euch. Wir haben jetzt übrigens auch einen wundervollen Bahnhof, mit dem ihr per kleiner Lore überall in verschiedene Bereiche kommen könnt. Ihr wundert euch? Verschiedene Bereiche? Na, lasst euch überraschen. Wir haben ja sehr viele Dinge. Es gibt zum Beispiel einen Spielbereich. Es gibt hier zum Beispiel auch einen Lunapark, einen Freizeitpark. Und auch das mit den Farming haben wir hier ein bisschen anders gemacht. Hoch, ich fliege noch. Ja, wir haben da ein bisschen vorgearbeitet für euch. Ihr braucht keine großen, ausgiebigen Farmen mehr zu bauen. Das gibt's hier alles schon. Ja, wie man da hinkommt, das werdet ihr dann sehen, wenn ihr den Server erkundet. Das ist gar nicht so schwer, glaubt's mir. Und hier kriegt ihr alles, was das Herz begehrt. Von XP über Wolle, Leder, egal was auch immer. Also die gängigen Farben, Eisenfarben und. Es gibt zum Beispiel eine Froschifarm. Und eine Froschifarm wäre ja nichts ohne eine Schleimfarm, oder? Und schaut mal, wir haben hier sogar einen wunderschönen Wassertempel für euch. Eine XP-Farm. Und da hinten sind noch mehr viele, viele, viele andere Farben. Ich hoffe, ihr seid neugierig genug und freut euch über die kleinen Erleichterungen, die wir euch geschaffen haben. Lasst uns doch mal schauen, was es hier noch so Neues gibt. Auch an eine Trading Hall haben wir gedacht. Ja, ihr müsst jetzt nicht mehr überall herumfahren, Villager organisieren und euch mit denen rumärgern. Ihr wisst ja, die sind ein bisschen doof immer. Also, schaut mal, das ist hier eine Trading Hall. Auch die werdet ihr im Laufe der Zeit entdecken. Allerdings muss ich euch warnen, das Nether und End ist noch geschlossen. Das eröffnen wir in den nächsten Monaten gemeinsam. Ja, es macht doch viel mehr Spaß, als alleine dorthin zu gehen. Und was es sonst noch so zu entdecken gibt und neu kommt, das werdet ihr in kleinen Teaser-Peaks jetzt sehen. Viel Spaß! Eure Bobo. Ich hoffe, wir sehen uns. Ciao.